Mars. Ich glaube, also mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass es ihm nicht richtig gut geht, ist er auch ganz doll traurig, weil wir haben einen toten Babyvogel gefunden und ich habe gesagt, entweder wir schmeißen ihn jetzt in die Biotonne. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen. Was für ein Einsatz, meine Lieben. Ich bin jetzt angezogen komplett. Ich werde jetzt das Paket holen, was ich wegbringen muss. Und dann werde ich erstmal schnell loshotten, das Paket wegbringen und Blumenerde holen, damit ich meine Pflanzen rausbringen kann. Matthias, hier läuft schon wieder Musik. Kommt die Wartehaltung heute für die Amazon. Achso, achso. Ich bringe jetzt ein Paket weg. Genau, direkt abgehen dort. Und dann fahre ich ganz kurz zur Pflanzenkölle, hole schnell Erde für die ganzen Palmen im Wohnzimmer, dass die alle raus können. Hm. Jetzt ist noch meine Frage, brauchen wir noch irgendwas zum Grillen? Wir haben Würstchen, wir haben gehacktes, du hast noch zwei Spieße. Brauchen wir noch irgendwas? Nee. Wie gesagt, wir brauchen immer nicht so viel. Also, ich habe jetzt alles da, dass wir 2 Tage grillen können. Ja, dann packst du einfach raus. Was und ich wollte mir noch Erde holen, dass ich jetzt die Terrasse ein bisschen schön machen kann. Und die Pflanzen raus können. Obwohl der Eisheiligen noch nicht warm ist. Heute wird schön, morgen wird noch schöner, oder was? Ja. Und Montag wird auch nochmal richtig geil. Ja. Und wann wolltest du grillen? Ja, heute. Ja, wann? Wenn ich wieder da bin, fange ich an vorzubereiten oder so. Ja. Ich habe ja wieder nichts gegessen und keine Tabletten genommen. Ja, das ist scheiße. Dann isst jetzt bitte noch schnell was. Deine Poppys sind noch da. Ich konnte nur eine kleine Packung holen. Es sind auch bis 2. Gegenteils. Ja. Okay, gut, dann kopiert hattest du? Oh, Alter! Oh. Ich fahre jetzt auch ganz schnell alleine. Ja, kopiert hatte ich. Okay. So. Bis gleich. Das ist doch kein Panzer! Ich war jetzt Blumenerde kaufen. Was für ein Eisen ist da? Ja, ich hab auch meiner Mutter gekauft. Könnt ihr mir mal helfen, bitte? Ja, wir müssen mal das hier reinbringen, bitte. Doch? Morgen ist Muttertag. Morgen machen wir Waffeln. Wir bereiten jetzt. Also ich hätte ja schon so an Wir machen gerade ne? Sachen vorbereiten zum Grillen. Hallo? Mara, wir müssen dann morgen Corona-Tests machen, ja? Warum? Montag. Ist okay? Montag. Amy und ich machen das ja nicht. Was? Mit dem Treffen? Ja. Okay. Komm mal her. Hey. Mäuschen. Das wird sich lohnen. Holst du dir mal bitte deinen, holst du dir mal einen Schipper? Wer, ich? Nein, okay. Ja, weißt du, was ich zu Ole uns sagen wollte? Wir hatten die gleichen Schaufeln, aber es war ein Löffel. Hä, was habe ich da geredet? Bist du wieder besser? Hast du jetzt eine bessere Laune? Ja. Moment, ist laut! Genau, wir haben jetzt hier 2 Löcher reingemacht. Ich weiß nicht, ob Marlene das schon erzählt hat. Hat Marlene schon erzählt? Weiß ich nicht. Matthias hat mir so eine Halterung geholt wie da für die Alexa. Weil jetzt steht sie nämlich auf dem Waschbecken und mit dem Kabel und Wasser und so, muss ich euch ja nicht sagen, wie kacke das ist. Deswegen hat er mir jetzt hier so eine Halterung geholt. Sogar so, dass man auch gleich das Kabel hinterrollen kann. Total gut. Das soll nur einmal geputzt werden, ja, oder? Und dadurch, dass ich die, also gerade ich, also ich am meisten würde ich jetzt sagen, aber die anderen benutzen die auch alle komplett. Kommst du dann runter zum Essen? Finde ich gut, dass er mir das immer sofort dran gemacht hat. Oh, ja, cool. Musst du bloß ein bisschen drüber wischen oder nimmst eine Handtuch vom Boden oder so. Ja, oben wäre das schon cool gewesen. Ja, aber ist egal.
Links und rechts, meinst du, es geht? Ja. Vielleicht die linke Seite noch mal ein bisschen festschrauben? Ist doch nicht scheiße aus. Oder nicht? Ja. Wird doch besser. Links, glaube ich, kannst du immer noch. Links ist fest. Ja? Okay. Also ich will halt auch nicht. Ja, genau. So. Ich meine, das ist, da ist. Ja, aber hier, das ist ja mit. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Oh. Ja, guck mal, ja, so ist er perfekt. Okay. Hilfst du, Papa? Gib mal her. Also, ah, Papa, mit dem Einräumen, bitte. Mein Bein tut so weh, aber. Genau, wir haben jetzt alles fertig gemacht zum Grillen. Wir haben Thunfischstipp gemacht, die Reisnudeln. Ja, ich habe die Musik wieder an. Alexa, stopp! Ich habe gemacht Shivapshishi, die Reisnudeln. Ich habe hier auch schon versucht, so nebenbei ein bisschen aufzuräumen. Der Geschirrspüler läuft jetzt gerade. Hier sind die Shivaps, die hat Mara gemacht. Haben alle so ein bisschen geholfen. Jetzt muss noch Biomüll rausgebracht werden. Und natürlich hat es nicht gereicht mit dem Geschirrspüler. Deswegen muss der nachher einmal ein- und ausgeräumt werden. Ich fülle jetzt hier erstmal die Reisnudeln noch um. Wo ist Maras hier? Ja, da sitzt du hinten. Genau, und ich gehe jetzt ein bisschen raus mit Matthias. Ich gucke ihm zu. Ja, ja. Was hast du noch für einen roten Punkt auf der Nase? Und guck mal, was ich mir gekauft habe. Ich will damit ein Video drehen. Genau. Wir grillen jetzt draußen, geben das den Kindern rein. Na, Papa muss doch draußen grillen. Und damit er nicht alleine ist, setze ich mich dazu, meine Güte. Ich setze mich ein bisschen in die Sonne. Oh mein Gott, ja, Mann. Es ist noch nicht so, dass man sagen kann, man kann jetzt hier stundenlang draußen sitzen. Ne? 14 Grad oder so haben wir heute. Oder braucht ihr noch ein bisschen mehr? Ja, ungefähr noch 3 Minuten. Ich komme da. Geht ratzefatze. Was? Wo denn? Weiter. Was ist das? Ein Stück Kacker. Von wem? Von einem Vogel, würde ich sagen. Aber Vogelkacker ist doch weiß. Und dann, glaube ich, haben sich alle meine Pflanzen hier hinten verabschiedet, außer die Hortensie. Selbst der Bambus sieht nicht mehr so geil aus. Ich habe mir hier so viel Mühe gemacht und dann ist alles gestorben, bis auf die Hortensie. Die Hortensie sieht richtig toll aus. Aber der Rest hat reingeschissen. Vielleicht kommt er ja noch, ich weiß es nicht. Ich würde sie halt eigentlich gerne in die Erde pflanzen, aber da muss ich nochmal gucken. Sag euch, Leute, ich sag euch. So. Was ist los, Mara Maus? Ich hab keinen Hunger. Du kannst ja irgendwas essen. Mama, ich möchte schon Reis. Nee, du wartest, bis wir alle was haben hier. Ja. Wir haben ja jetzt gerade richtig cool gegrillt und Maras ist in Tränen nah, der weint schon wieder. Matthias macht jetzt gerade hier den... Oh, wie heiß. Ja, was ist los mit dir? Au. Was steht denn da drauf? Also es sind ja über 300 Grad. Wir sind fast... Matthias, das hat wehgetan. Ja. Mars. Ich glaube, also mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass es ihm nicht richtig gut geht, ist er auch ganz doll traurig, weil wir haben einen toten Babyvogel gefunden. Und ich habe gesagt, entweder wir schmeißen ihn jetzt in die Biotonne oder wir graben ihn ein. So wie man es halt mit toten Menschen ja auch macht, ne? Und deswegen habe ich da jetzt eine Ecke ihm vorgeschlagen in seinem kleinen Beet. Das ist ein kleiner, ich zeige ihn euch jetzt. Wer das nicht sehen kann, mag, der schaltet bitte weg. Die anderen zeige ich das jetzt. Und da in der Ecke, wir brauchen nur noch eine kleine Schaufel. Und wir wollen ihn natürlich hier nicht liegen lassen, ist ja klar. Deswegen habe ich Maris jetzt eine kleine Stelle vorgeschlagen, wo wir den hin tun können. Ja, was? Wir müssen ihn wegmachen. Willst du ihn in die Mülltonne schmeißen? Nein. Na siehst du. Also müssen wir den schön eingraben. Nein. Was willst du denn dann machen mit dem? Ich will ihn einfach nur liegen lassen. Nee, das geht nicht. Mal. Sag, her kommt der Mähroboter und fährt da drüber. Ich kann ja gar nicht aufsteigen. Doch. Doch, der fährt da hinten mit der Schnauze. Kann er das überhaupt aufsaugen? Nee, nicht aufsaugen, aber der zerschneidet den dann. Wäre ja noch böser.
Okay. Okay. Mara holt jetzt schnell eine Schippe. Was ist los, Baby? Hast du Schnallernase? Hol dir mal ein Taschentuch. Hm? Sie hat's geschafft! Yay! Ja, ja, warte. Guck mal, da kannst du auch eigentlich mitmachen, mit, wenn du möchtest. Hat jeder ein Werkzeug. Hier? Oh, wie schön. Kannst du das? Kann ich das? Wir behalten das für morgen. Wenn der Hund da ist, dann müssen wir hier immer das Tor zu machen, ne, Leute? Mach es, wir können das morgen mit in den Park nehmen, okay? Soll ich jetzt die Blumen? Können wir dafür noch ein zweites? Nee. Hier, Mara, kann ich? Wo sollen die Blumen eigentlich? Also, ja, die machen wir nach hinten dann schon. Ihr macht jetzt erstmal hier unten in der Ecke, macht ihr einen kleinen Bogen ein bisschen tiefer reinpassen, okay? Hey! Wer? Ja? Ach so, ja, stimmt. Hase? Mara, warte mal bitte ganz kurz 2 Sekunden. Komm mal bitte mit. Du musst schnell. Ja, seine Arme auch, Matthias. Leg mal die Schippe kurz hin. Du kriegst sie gleich wieder. Mara, warte bitte ganz kurz. Geh mal bitte rein, zieh dir deine Schuhe schnell an. Okay. Und die Beine müssen eingepflanzt werden. Oh nein, ich glaube, die hier ist schon tot. Aber vielleicht können wir sie ja retten. Ich glaube, da sind 2 Stränge, wie man das auch immer nennt. Jetzt wollen wir schnell den. Ach, die Musik ist zu laut hier, glaube ich, ne? Okay, dann buddeln die jetzt erstmal das Vögelchen ein und danach gehe ich mit Marlene und Mara schnell hier die beiden Dinger da einpflanzen. Hinten am Zaun, weißt du? Ich wollte mich gerade hinsetzen. Was? Schönes Wetterchen, ne? Aber so, wenn Sonne weg ist und der Wind kommt, dann ist mir. Dann ist Nippelalarm. Maras und Mara haben jetzt den Vogel eingegraben und Blumen draufgelegt. Und Maras Bärchen wurde ein bisschen emotional. Total süß. Hat zweimal geweint. Ja. Hier, Maras. Maras hat jetzt hier schon eine Kanne mit Wasser fertig gemacht. Du kommst die beiden Pflanzen. Ja, ich hole mir bloß noch mal was zum Überziehen, weil so ist schon ein bisschen fresh outside. So. Jetzt gehe ich nach hinten, wo die eingepflanzt werden. Lässt du bitte den Baum in Ruhe? Finger da weg. Finger da weg. Ach, ich weiß, was ich habe. Der war noch dreckig. Du brauchst Trampolin. Ja, Trampolin. Mara, lass mal die Finger davon. Komm. Ach, Trampolin. Ich gieße aber. Wo willst du denn die hinmachen? Ja, was kannst du gleich machen? Wollen wir die hier hinmachen oder willst du die lieber da hinten hinmachen? Da ist keiner mehr. Wo ist keiner mehr? Kein Akku mehr. Guck bei meiner Handtasche oder in meiner Handtasche. In meiner Jackentasche meine ich. Das mach Puzzle? Mal. Ja, du kannst auch da hinmachen. Aber ich muss da hin. Ja, es muss halt nah am Zaun dran sein, damit wir hier klettern können. Hier! Müde. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie spät wir das haben und ich ehrlich sein soll. 22.14 Uhr und meine Uhr hat nur noch 12%. Thank you.
Ich habe eine Mülltonne vergessen, aber ich glaube nicht. Matthias und ich sind da mal ein bisschen unterwegs gewesen gerade. Ich wollte die Kamera ursprünglich mitnehmen, aber ich habe mich nicht um Akkus gekümmert, war das Problem. Jetzt habe ich aber einen vollen neuen reingemacht. Ja. Mir ging es heute den ganzen Tag nicht aus dem Kopf, wie süß Mares das mitgenommen hat mit dem Babyvogel. Er hat heute das allererste Mal eine Verbindung gehabt und hat das realisiert, was es bedeutet, tot zu sein. Der hat so bitterlich geweint, als wir den Vogel eingebuddelt haben. Der Wahnsinn. Vorher hat er immer noch gescherzt darüber, von wegen, ja, tot, aber man kommt ja wieder und so. Und als ich ihm dann auch noch erklärt habe, dass jeder irgendwann sterben wird, dass jeder nur eine begrenzte Zeit auf der Welt hat. Aber das dauert noch, Mama, oder? Oh, so süß, ey, der Wahnsinn. Mich würde mal interessieren, wann habt ihr denn euren Kindern oder wann wurde euch das beigebracht mit Leben und Tod? Das würde mich sehr interessieren. Sehr. Ja. So. Mein Magen redet auch mit alles. Ich mache mich jetzt sauber und dann gleich ins Bettchen. Morgen. Weiß gar nicht, was morgen alles ansteht, aber ich weiß, dass ich morgen wieder fleißig sein möchte. Im Sinne von ein cooles Bild produzieren oder sowas. Hä, hat sie jetzt auch diese Plätze gekauft? Oha, die hat es noch nicht benutzt. Ich weiß nicht. Benutzt ihr die Hygieneartikel von euren Kindern mit? Ich normalerweise nicht. Aber jetzt hat es mir gerade Spaß gemacht. Und Marlene hat mich auch gerade eben noch überrascht. Die hat gerade noch ganz schnell die Küche komplett aufgeräumt. Da habe ich mich sehr gefreut drüber. Das heißt, ich kann morgen schön Frühstück machen. So, jetzt mache ich noch das Übliche. Heißt Serum auf die Augen. Was meinst du, wenn du ins Bett kommst? Ich muss immer neu starten. Geht der Rechner nicht mehr? Geht kein Sound raus. Okay. Das ist ja komisch. Willst du dich jetzt? Ja. Hm. 5 Stunden schwenken, 8 Stunden abschwenken. Spacken. Mach doch mal runter. So. Das war's ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht und ich hoffe, ihr hattet einen schönen guten Tag. Gute Nacht.